die Kraftquelle, die wir brauchen, um Impulsempfänger, Empfänger und Aussender werden zu können, sind eben diese paradoxen Situationen in der Kunst, ganz grob. Die Widersprüchlichkeiten, die Gegensätzlichkeiten, das Heterogene, kurz gesagt, ist das Wesen des Künstlerischen. Wir erinnern uns, Kunst ist eben nicht Identität, sondern Differenz. Auch nach den Begriffen der Negation, Indifferenz zu sich selbst. Sie ist deswegen in der Lage, uns als Modell für das zu dienen, was uns das Wichtigste ist, nämlich unser Leben. Weil sie es nicht ist. Kunst ist nicht Leben, das wissen wir. Und dieses als Modell fürs Leben zu dienen, das ist genau auf dem Weg der zweiten Negation, um diese Begrifflichkeit weiterhin zu pflegen, möglich zu machen. Denn das ist die zweite Negation. Die erste Negation steht zu sich selbst, also von der Kunst her gesehen, in der Verneinung, und die zweite steht zum Sinn des Lebens. Wenn man also die künstlerischen Informationen erkannt hat und auf diese Weise, sage ich ruhig einmal, erfolgreich in das System Kunst hineinkommt, fängt man, so meine Beobachtung, unwillkürlich an, zu bewundern und anzustaunen, was sich denn dabei offenbart. Ein anderer Blick. In Wirklichkeit ist es natürlich nur eine andere Richtung des Denkens, aber darum geht es ja auch. Und für diesen Moment ist eben dann all die Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit und auch Paradoxie eliminiert. Plötzlich ist das Sinnlose zum Sinnvollen gewandelt. Und wenn wir bedenken, dass wir eine solche Form der Kommunikation über Jahrhunderte hinweg, also über zeitliche Distanzen und über räumliche Instanzen sowieso, herzustellen in der Lage sind, sich selber bringt, wird man, wie ich meine, zu einem Teil einer größeren Einheit. Und diese Einheit nennt sich Kunst. Für einen Moment fühlt man sich in der Kunst, ist beteiligt und dabei. Was es zum Ausdruck hat, ist immer noch dieses, angesichts der vielen Details, das andere. Es ist die Sehnsucht nach einer Ganzheitserfahrung angesichts der mit Trennungsspuren versehenen Fragmente. Auch ich habe Spaß an Fragmentierungen, also an Patchwork-Strukturen, die ja die Moderne, die Klassische jedenfalls entwickelt hat. Aber die Künstlerinnen, die diese Techniken und Künstler, die diese Techniken entwickelt haben, das müssen wir uns klar machen, haben dennoch die Ganzheit auf diesem Wege gesucht und mit solchen Verfahren lediglich auf Zersplitterungen reagiert. Alles gleichgültig. Gleichgültigkeit. Es gibt keine Vorlieben. Und wenn man die Kunst liebt, gibt es keine Vorlieben. Da ist erst einmal alles großartig oder alles zum Kotzen. Je nachdem. Und wenn man, oder als Anrede vielleicht sogar formuliert, wenn ihr Künstlerinnen und Künstler sein wollt, dann müsst ihr wissen, dass ihr ein großes Problem habt. Nämlich, ihr könnt euch Kunstwerken gegenüber, ich sprach das schon mehrfach an, nicht mehr so verhalten wie ein normales Publikum. Ihr habt dann durchaus das Recht, auf ein Kunstwerk zu schauen und zu sagen, das ist ja grauenvoll oder das ist großartig. Das ist allemal das Recht des ersten Blicks. Nur, der zweite Blick,
muss ein anderer sein. Denn derjenige oder diejenige, die oder der dieses Werk gemacht hat, ist auch Künstler oder Künstlerin. Genau wie du selbst. Und du musst ihn, diesen Künstler oder Künstlerin, im Selbstinteresse verteidigen und versuchen, ihn zu verstehen und ihm so etwas wie Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Aber eben nur dann, wenn du selbst ein Künstler oder eine Künstlerin sein willst. Dann nämlich hast du eine Verantwortung, erstmal den Künstlern durch, man so sagen, Respekt, aber das ist mir zu allgemein, aber ist darin enthalten, aber vor allem natürlich der Kunst gegenüber, eine neue Form der Verantwortung. Du musst es also erst einmal zulassen und dann dich damit befassen. Und wir wollen doch im Grunde alle Geschichten hören, die mit uns selbst nichts zu tun haben. Denn wir wissen doch, wie es heute aussieht. Deswegen sind, glaube ich, die Krimis in der Unterhaltungskultur so beliebt. Weil da ist genau die Geschichte, mit der man nichts zu tun haben will, vorgeführt. Gut, dass ich das nicht bin. Wir wollen also andere Geschichten hören, Geschichten, die Räume öffnen, die uns fremd sind. Aber auch eben, wie manche sagen, interessant. Ich sage lieber mitunter sogar mysteriös wirken. Und wenn dann jemand erkennt, das sind ja die gleichen Probleme, mit denen auch ich zu tun habe, dann tritt der Effekt der Betroffenheit ein, den man auch, wie ich finde, als Aktualisierung bezeichnen kann. Bin ich betroffen, bin ich es jetzt, Aktualität. Geschichten, die nichts mit uns zu tun haben, denn ich will doch nicht wissen, was ich schon weiß, wie es heute aussieht. Ich weiß doch, wie es aussieht. Das weiß ich doch durch die Medien. Durch Film, Fernsehen, Rundfunk, Zeitung und nicht zu unterschätzen aus eigener Erfahrung. Ich will andere Geschichten hören oder durch andere Geschichten, die ganz fantastisch und exotisch anmuten, also Räume eröffnen, die ich bisher nicht betreten habe, die uns also bis dato dann bislang verschlossen waren. So viel zu dem Fremden als notwendiges Moment in der ästhetischen Erfahrung. Wo ja bekanntermaßen das Fremde sich angeeignet wird und im Umkehrschluss, kann man glaube ich in diesem Fall mal sagen, das Eigene einem fremd wird. Also es ist nicht ohne Konsequenzen zu haben. Ein Beispiel für einen Situationisten, also jemand, der der Situation, die er selbst geschaffen hat, ausgeliefert wurde, ist ja nach wie vor dieser nun leider nicht mehr lebende Christoph Schlingensief gewesen. Und ich möchte deswegen immer noch mal daran erinnern und auch wiederum natürlich in diesem Fall jedenfalls, weil ich es nicht besser hätte sagen können, wiedergefunden im Sloterdijkschen Denktagebuch über Christoph Schlingensief angesichts seines Aktualitätstodes. Er sagt dort, was an ihm das ganz Besondere war, machte gleichzeitig oder zugleich seine Schwäche aus. Er, dieser Christoph, besaß die seltene Gabe, sich selbst ohne Reserve auszusetzen und dadurch Situationen zu schaffen, die ohne seine Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst nie hätten entstehen können. Diese Rücksichtslosigkeit sich selbst gegenüber haben viele und werden wohl auch noch viele
als künstlerische Freiheit bedeutet. Indessen, so Sloterdijk weiter, ist vielmehr nicht dieses, sondern eine Form der existenziellen Verausgabung war. Sein Talent, so sagt er, das ihm niemand absprechen konnte, so viel man ihm sonst absprach, bestand darin, unbeherrschbare Vorgänge auszulösen, die man mit dem dubiosen Begriff Aktion belegte. Aktion nennt man die Handlung oder die Handlung, mit der sich die Kunstwelt auf die Nicht-Kunstwelt hin öffnet. Vielleicht aber auch, so Sloterdijk abschließend, vielleicht auch die Handlung, Kraft welcher die Kunst auf sich selbst verzichtet. Ich fand das eine schöne Formulierung für den Begriff dieser Aktion, Zitat Ende. Wir werden hier im Verlauf einerseits noch sehen können, andererseits schon vorausahnen, inwieweit der Held unseres zum Thema gewählten Films, Deadman, also dieser Bill Blake, in der Erzählform des Films ebenfalls existenziell aufs Ganze geht. Allerdings, muss man sagen, nicht ganz freiwillig, also aufs Ganze gehen muss. Und dieser so zum Typus des Homo Aestheticus gezwungene spürt überdeutlich, dass er in der gesellschaftlichen Situation, in der er arglos hineingetappt ist, kaum eine Chance ohne Anpassung oder Einpassung hat. Deswegen dieser psychologische Effekt der Persönlichkeitsabspaltung. Es gibt also Figuren, die ganz, seine alter Egos, die ganz angepasst sind an das herrschende System, was primär durch Gewalt gekennzeichnet ist. Und es gibt aber eben auch andere, die ihn auf seine Naturhaftigkeit im Sinne der Kunstzugehörigkeit, in diesem Fall als dialektisches Seltsamkeitsmoment, die ihm dieses vor Augen führen, mit denen er auch liebäugelt, mit denen er sozusagen Verhältnisse eingeht, in der Form des Indianers, sehr schön dargestellt in diesem Film. Ihm geht also eine Vorstellung von Welt, die er durch Ausbildung, kaufmännischer Angestellter, gut ausgebildet, beste Zeugnisse, in der Lage, ihm geht eine Vorstellung auf diese Weise von Welt auf ziemlich brutale Weise verloren. Verlängern wir das ins Philosophische, dann ist es ein Weltverlust. Nicht nur ein Vorstellungsverlust, das geht weiter, das geht bis in Weltverlust, was ja schnell einhergeht mit Seinsverlust. Und dieses damit auf brutale Weise verbundene Fremdheitsgefühl gegenüber der Welt und ihren so ganz anders geordneten Ereignissen ist für ihn der Grund, diesen Bill Blake und die notwendige Veranlassung, sich durch Aufspaltung, wie ich das schon sagte, in mehrere Persönlichkeiten die Unsicherheit und Chaos erzeugende Umgebung irgendwie zu bewältigen. Er gerät durch Weltverlust dieser Sorte in eine starke psychische Krise. Sie besteht darin, dass es für die Seinsbestimmung seiner Lebensführung an der vorfindlichen Welt überhaupt keinen Anhalt findet. Weder die Natur noch die anderen Menschen scheinen ihm einen Halt in seinem Leben zu bieten. In dieser Lage überkommen ihn sowohl gewalttätige als auch romantische Gefühle. Eben romantisch die Melancholie. Und auf diese Weise wird er sich der tiefen Kluft bewusst, die sein Leben spaltet. Aber er hält an der Vorstellung eines großen, einheitlichen Lebenssinns fest,
diese Ganzheitlichkeit, die nur durch Aufspaltung und Trennung zu haben ist, fest und sucht hier genau an der Stelle einen festen Rückhalt. Andererseits ist er aber durch Erlebtes klug genug geworden, zu wissen, dass er diesen Rückhalt nirgendwo mehr finden kann, der Endmann. Folglich verlagert er die Suche nach dem Absoluten von der Außenwelt in die Innenwelt. Er wird auf abenteuerliche Weise innerlich. Er baut sich eine komplexe Seelenwelt aus absoluten Gefühlen, die mit dem tagtäglichen Leben allerdings kaum noch etwas zu tun haben. Dieser Homo Aestheticus. Kunst tritt auf den Plan. Und ihr, so interpretiere ich, widmet sich Bill Blake auf ganze Weise. Er taumelt also, allgemeiner gesehen, zwischen planer Sinnlosigkeit und absolutem Sinnverlangen. Plane Sinnlosigkeit und absolutes Sinnverlangen bewirken ein Hin und Her. Nicht nur geworfen sein, sondern eben die Haltung des Taumelns einnehmen zu müssen. Also man könnte sagen, ein experimentelles Abenteuer aufs Existenzielle gerichtet. Wenn also das Leben keine übersinnliche Bedeutung mehr hat, dann erfolgt der Abgang. Der Rückzug bringt ihm diese Bedeutung zurück. Aber zu welchem Preis? Und die Frage ist, und erhebt sich, glaube ich, immer wieder neu, ist dieses Kunstwerk Film, Dead Man, das in einer längst vergangenen Zeit handelt, in der Lage, auch an unser Gefühl anzuknüpfen? Die Idee ist, dass wenn der Handlungsraum derartig historisch gepolstert ist, dass man in die Verführung gerät, zu denken, es geht einem nichts an. Aber man muss sich, glaube ich, in diese Lage versetzen. Dann merkt man nicht nur, dass man das Zeitgemäße mitdenken muss, sondern man lernt auch, einen großen Sprung zu machen, eine Brücke, die in diesem Fall eine zeitliche ist, die die Fremdheit erzeugt. Im Genre Film ist es natürlich sehr aktuell und das ist eine spannende Erzählung einerseits. Aber andererseits ist es, funktioniert auch als Erzählung, also man muss das nicht alles verstehen, man hat dann trotzdem einen spannenden Film gesehen. Aber der Erzählstrang dient ja hier, wie ich glaube, nur dem Darstellen, dem dadurch durch Darstellung und Erzählung in Erklärung mündenden Schwierigkeiten einer künstlerischen Existenz. Wenn man also in der Lage ist, sich über diesen Zeitsprung hinwegzusetzen, was ja in Darstellung immer der Fall auch sowieso ohnehin sein muss, dann kann man wohl an unser aktualitär geprägtes Gefühl anknüpfen und ist dann das Kunstgefühl, ich finde, so kann man die Kunstberührung durchaus bezeichnen, zu allen Zeiten ein gleiches oder ist es ein unterschiedliches Gefühl? Und man müsste natürlich fragen, ist die Kunst überhaupt ein Gefühl? Und hier wird es schwierig. Denn wir haben unsere Gefühle nicht einfach so, sondern wir interpretieren sie. Die Kunst besteht dann also mehr aus Vorstellungen, denn aus Gefühlen. Das, denke ich, kommt hinzu und das macht es so schwierig. Denn Vorstellungen entscheiden ganz wesentlich über das, was wir dann als Erwartung produzieren. Und ich kann von dem anderen schlecht oder gar nicht verlangen, dass er meine Vorstellungen teilt oder gar verstehen.
In der kommunikativen Interpretation kann es aber vorkommen, dass sich manchmal die unterschiedlichsten Vorstellungen überschneiden. Und dann ist es wohl ein Glücksfall. Denn dann ist es die Hauptsache, und es wird zur Hauptsache, dass ich in meinem Hingerissensein rauschhaft diesen Rausch leben kann. Selbst wenn ich es nicht ganz verstehe, bietet sich hier eine Chance. Die Einordnung nämlich in das System Kunst bewirkt das schon angesprochene Moment. Diese Einordnung in das System Kunst bewirkt, dass sich ein Netz über den Abgrund spannt und der vorgenommene Weg sich scheinbar dadurch ordnet. Kunst, so darf man doch wohl sagen, ist der privilegierte Spiegel, in dem sich der Einzelne als etwas Besonderes, also als Individuum und somit als Ganzes erfährt, respektive erfahren kann. Doch wie sind die Erwartungen, mit denen man rechnet, die man erwartet, die erwarteten Erwartungen? Wie sind diese im Kommunikationssystem Kunst gelagert? Und wie tausche ich sie aus? Und zwar so, dass eine halbwegs zuverlässige und vielleicht sogar stabile Aussage durch meine Interpretation entstehen kann. Das ist das Problem. In diese Frage zwischen Vorstellung, Erwartung und Ereignis. Das sind die Schwierigkeiten. Man muss alle Stationen meiner Ansicht nach betrachten. Und ich möchte an dieser Stelle noch hinzufügen, mir ist der Hinweis gegeben worden, dass ich, wenn ich von Kenntnissen und dergleichen gesprochen habe, beim Umgang mit Kunst meine ich, habe ich immer gemeint, die rezeptive Situation, nicht die produktive. In der Produktion kann man machen, da weiß man nicht, was man tut. In der Rezeption ist es aber schwierig, da muss ich schon einen Anhaltspunkt haben, weil ich ja sonst nichts in der Hand habe. Nicht? Der Produzent ist im Vorteil, er hat etwas in der Hand, er kann etwas greifen, im Sinne von auch begreifen und zulangen. Der Rezipient ist auf das angewiesen, was da vor ihm ist. Das darf er meist sogar nicht mehr anfassen. Das heißt, das Begreifen wird schwieriger. Und da liegt ein bisschen diese, die ich mir so gerne bezeichne, als Beziehung der Andersheit zwischen Produktion und Rezeption. Also, dass er das nicht verwechselt, deswegen erwähne ich das noch einmal. Das ist mir sehr wichtig. Weil die Produktion selber kann ja wohl nicht daraus bestehen, dass man sagt, ich muss erst mal wissen, was ich vorhabe und dann kann ich es machen. Das ist nicht der Fall. Ne? Man fängt irgendwie an. Allerdings wird ja euch nicht entgangen sein, auch am eigenen Tun. Wenn man etwas beginnt, gibt man sich ja etwas zur Hand. Man organisiert sein Material. Und das wiederum bestimmt dann meine Handlungsweise. Also das Zuhandene auch benutzen, aber das habe ich mir ja vorher hingestellt. Ich hatte früher mal das Beispiel genannt, wenn jemand gefragt wurde, ich hatte das Beispiel des Kollegen Markus Lippertz erwähnt, wo er dann gefragt wurde, wieso aus dieser oder jener Phase die Bilder alle blau seien, was denn das für eine Entscheidung wäre. Er sagte, ja, ich hatte noch einen Eimer, da war noch blaue Farbe drin und die habe ich genommen. Genau die richtige Antwort. Natürlich erschöpft sich darin keine Erklärung, aber es erklärt, wie produziert wird. Man nimmt das, was da ist. Manchmal, so könnt ihr sicherlich nachvollziehen, ist einem, was man sich selbst bereitgestellt hat, nicht genug.
Und dann wird man ganz hektisch und sucht irgendwelches andere Zeug, was man da vielleicht noch verwenden könnte. Das kann man tun. Meine Empfehlung allerdings, wenn ich sowas sagen darf, ist, das dann wegzulassen. Also eben nur das zu benutzen, was man sich zu Handen gegeben hat. Aber darin liegt dann schon eine Vorentscheidung des noch zu Entscheidenden. Also das Verhältnis zwischen dem, was ich nicht mehr entscheiden kann, weil es schon da ist, und dem, was ich noch nicht weiß, was ich damit machen werde. Also auch hier diese zeitliche Dimension, also Transformationsprozess zwischen dem nicht mehr und dem noch nicht. Das ist ein Spannungsmoment, der die gesamte Produktion impulshaltig aufladen kann. Also sich beschränken auch. Ne, das ist eine Entscheidung, stelle ich mir das hin und mache ich die Lehre so oder so und dann danach handeln. Das ist angesichts der Vielheit der Möglichkeiten das Ratsamste, weil man kann ja alles Mögliche nehmen. Es gibt ja nicht nur dies oder das. Und es gibt auch keine Ausschlussordnung für dies oder das, sondern ich kann alles nehmen. Inzwischen ist alles möglich zu benutzen. Und das bewirkt, dass wir uns in dem Prozess, über den die meisten noch gar nicht nachdenken, also im handwerklichen Bereitstellen dessen, aus dem ich dann irgendetwas fabrizieren will, mittels dessen ich etwas fabrizieren will, dass das schon entscheidende Momente bereits im Vollzug hat werden lassen. Die sind schon da. Und es war meine Handlung, die das dahingestellt hat. In der Pädagogik, speziell mit Kindern, gibt es natürlich andere Vorgehensweisen, mit denen sich manche Künstler auch beschäftigt haben. Ich kenne dieses pädagogische Konzept nicht, aber es hat einen Namen. Also man stellt, hier sind Leinwände, und man stellt tausend, meinetwegen, also hunderte von Farben und Materialmöglichkeiten Kindern zur Verfügung und guckt dann, was sie damit machen, wie sie die Entscheidung treffen und was sie tun. Das finde ich auch eine sehr spannende Sache, aber das kann man mit sich selbst, glaube ich, kaum tun. Sich alles hinstellen an Möglichkeiten würde nach meiner Erfahrung bedeuten, dass man jedes Mal im Zwange dieser Entscheidung, was nehme ich denn nun, jeder Handgriff wird davon begleitet und dann wird es unendlich schwierig, mühsam, anstrengend. Also solch eine Vorentscheidung halte ich für richtig und auch für nützlich. Denn man muss sich ja beschränken angesichts dieses, wie ich schon sagte, Überangebotes an Möglichkeiten, Optionen und Variationsmöglichkeiten. So oder so sind in einer Sache schon genug. Selbst wenn ich nur eine Farbe hätte, hätte ich schon viele Probleme, mit dieser Farbe zwischen Spur und Zeichen zu agieren. Deswegen schätze ich persönlich das Zeichnen mit einem unprätentiösen Material, zum Beispiel ein Kugelschreiber. Der hat nichts, der hat gar nicht mal einen richtigen Duktus. Der flutscht so vor sich hin. Dann bin ich also auf Materialeffekte in keinster Weise ausgeliefert, sondern kann immer mich auf das andere konzentrieren. Der Duktus eines Kugelschreibers ist derartig elastisch und elegant, dass man da nicht viel aus diesem Material hervorgegangenen Effekten nutzen kann. Diese Effekte sind nicht so zahlreich. Also kann ich mich um anderes kümmern. Und eben nicht die Eleganz oder wie auch immer man das nennen möchte, der Eleganz einer Materialspur in besonders sensationeller Weise aufzusitzen. Das sind ja auch Gefahren. Manchmal nenne ich das dann Sensibilismus. Also wenn man einen Strich macht so und dann ganz begeistert ist über die Spur dieses Striches. Das kann Reduktion sein, das kann Minimalisierung sein dessen. Aber es kann auch ganz nach innen gewendetes sein, was mit dem äußeren Ereignis, naja, sagen wir mal, nur bedingt zu tun hat.
Will man aber dieses innere Erleben, ist das sehr schön, das zu tun. Also dieses Außen minimalisierte und innen sehr expressiv, emotional erlebte. Das ist auch ein Gegensatz, den man nicht aus den Augen verlieren sollte. Also karg im Äußeren, reich im Inneren, könnte man daraus schließen. Ich weiß nicht, ob der Rückschluss möglich ist, wenn ich außen viel habe, habe ich innen nichts? Nein, so ist das sicher nicht. Es kommt immer auf die Struktur an, also auf das Verhältnis der angewendeten Teile und Materialien zueinander. Und dieser Film, den ihr so im Hintergrund mitflimmern seht, ist eben, wie ich schon sagte, die Darstellung, die Erzählung einer Existenz, die mit der vorgefundenen Welt nicht klarkommt. Also wo sich die Erwartung und das Ereignis überhaupt nicht decken, sondern sogar das Gegenteil hervorrufen. Vergleichbar mit dem, und das will ich nicht verhehlen in diesem Zusammenhang, wenn man also, wie man das ja in Deutschland sehr gut kann, Kunst studiert hat, 6 Jahre lang, erscheint einem das für Momente das Wichtigste auf der Welt. Ist man dann damit fertig, mit diesem Studium, hält man sich ja für einen studierten Menschen, also eine kompetente Figur in den Sachen, für die man sich entschieden hat, und erlebt, dass einem A, niemand glaubt, und B, das Zeug keiner haben will, und C, die Konsequenzen zu tragen hat aus A und B. Dass man also Weltfremdheit, die ich vorhin Weltverlust sogar genannt habe, ist natürlich eine Überhöhung, aber ich glaube, das müssen wir tun. Sonst verstehen wir die Kunstwerke, die sich, wie dieser Film, dieses zum Thema genommen hat. Die Schwierigkeiten in der herrschenden Gesellschaft, was ja für uns die Welt im Wesentlichen bedeutet, sich einzuordnen mit seinen eigenen Kompetenzen, zumindest wie man glaubte. Und das führt der Jarmusch hier sehr schön vor, dass dies ist natürlich ein kaufmännischer Angestellter, damit es nicht so aufdringlich wird, der als Buchhalter und alles gelernt hat und dann in die Wirtschaft kommt, in die reale Wirtschaft, in ein Bergwerk, deren Verwaltung und Chef natürlich ein Monster ist und er dort nur verlacht und abgelehnt wird, obwohl er sich so ordentlich beworben hat mit seiner Ausbildung. Also die will sagen, die hat ihm nichts genutzt. Und dieses ganze Chaos erleben wir in diesem Film als Abhandlung der Schwierigkeit, die Werte einer künstlerischen Existenz in der gesellschaftlichen Realität aufrecht zu erhalten. Und dann, wie es so ist, unter großem psychologischen Druck entstehen ja Abspaltungsphänomene. Und die setzen bei ihm schockartig durch diese Ablehnung ausgelöst ein. Und es ist sehr schön zu sehen, wie die verschiedenen Figuren im Film alle die gleiche Person meinend, aber auf unterschiedliche Weise. Die einen passen sich an, die anderen gar nicht. Der eine, und das ist auch typisch, die künstlerische Seite vertretende, ist ein Indianer, also ein Natureingeborener in diesem Genre. Das ist wunderbar gemacht. Und dieser Indianer ist kein Winnetou-Held und stark, sondern ist so ein dicklicher, sehr liebevoller, aber eben doch auch ironisch agierende Persönlichkeit seiner selbst. Zum Schluss des Films hin müssen alle diese Personen, und nur so kann er von einer in der Welt sich ausgestoßen und fremdgefühlten Situationen zur Selbstannahme gelangen, indem er all diese Figuren durch den Handlungsstrang, die kommen alle zu Tode, auf unterschiedliche Weise. Also er entledigt sich ihrer und wird wieder
durch Selbstannahme seiner selbst, durch Annahme seiner selbst, findet er dann zu sich, aber alleine und ganz von den anderen verlassen. Schon ein bisschen dramatisch, aber da dann die Übergangsform zwischen dieser Welt und der anderen Welt mittels Tod eine wunderschöne Metapher für Anfang ist. Das ist sehr schön gemacht. Also bin ich sehr begeistert von, wie man das umdrehen kann, ohne religiös zu sein. Nicht? Also das ist einfach, soweit man das überhaupt kann, in diesem Fall. Eine wunderschöne Situation für das, von dem die meisten glauben, deswegen habe ich ja gesagt, Geschichten, von denen wir glauben, dass sie uns nichts angehen. Aber diese Geschichte, begreift man sie, trifft mitten ins Herz dessen, der sich an Kunst versucht und in der Kunst versucht, sein Leben zu führen, sowieso, wird es dann noch schwieriger. Aber dann versteht man das alles anders. Und deswegen mache ich euch neugierig auf diesen Film, der natürlich erst später kommt. Zumindest meine Interpretation, den Film habt ihr ja vielleicht schon gesehen, einige Fragen. Bloß man sieht, wie das bei Erzählungen so ist, wenn man dem Erzählstrang folgt, sieht man diese Bedeutungsebenen auf den ersten Blick, ich sage mal auch beim ersten Sehen, überhaupt nicht. Man kommt da nicht drauf, nicht so schnell. Und es gibt dann Momente des zweiten Blicks, des zum zweiten oder dritten Mal Sehens, der plötzlich alles öffnet. Und gerade bei Filmen, die ja in der Zeit so verschwinden, ist das sehr wichtig. Sie mindestens, wenn man das für wert hält und sich dem aussetzen will, dass man sie zwei, dreimal anschaut. Und dann ist alles anders. Plötzlich. Und dann versteht man es. Und dann weiß ich aus Erfahrung, dass Filme ja nicht kontinuierlich gefilmt werden, sondern das sind Szenen, die getrennt aus organisatorischen Gründen gedreht werden und später zusammengefügt werden zu einem Handlungsstrang. Also auch Fragmente, die erst hergestellt werden und dann sich im Handlungsstrang zu einer Erzählung verknüpfen. Und dieses Entknüpfen, dieses Wiederauflösen, sich vom Erzählstrang lösen und indem man nach Bedeutung des Ereignisses sucht, das ist das Erlebnis durch Interpretation, von dem ich sage, dass manche Dinge in der Rezeption, wenn man sie so betreibt, genauso spannend sind, wie als würde man selbst etwas produzieren. Dann kann Rezeption aktiv und produktiv geleitet sehr aktiv und auch produktiv machen. Man ist also nicht zur Passivität gezwungen beim Interpretieren, beim Betrachten, beim Rezeptieren. Und das ist eigentlich das, was ich mitteilen möchte, dass wie immer die Aufmerksamkeit, die man aufbringen muss, um einem Kunstwerk zu begegnen, mitunter eine immense Anforderung darstellt. Aber nicht, weil es schwierig ist, sondern weil es Bereitschaft, Zeit und Energie fordert. Und dazu, denke ich, muss man bereit sein. Und nicht nur beim Machen sich mühen, sondern auch beim Betrachten. Dann hat man solche uns auf jeden Fall, wie ich glaube, sehr weiterbringende Erlebnisse. Und mitunter ist es auch schön, mal gerade die Interpretation eines Dritten entgegenzunehmen und sie dann natürlich, wie kann man es anders tun, mit der eigenen Möglichkeit des Interpretierens zu vergleichen und ein bisschen Maß daran nehmen. Aber selbstverständlich könnte die eigene Interpretation von dem ich es gerade entgegennehme, sich richtig deutlich unterscheiden. Es könnte ganz was anderes bei rauskommen. Das finde ich so spannend. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das rettet die Welt. Dass eben nichts eindeutig ist, sondern immer mehrdeutig. Und das durch unser eigenes Dazutun. Das ist der entscheidende Punkt.